der letzten Folge. Denn du musst... Hat sich Sophie ihr eigenes Mündel geholt mit Blackjack und Nutten. Also ohne Blackjack und Nutten. Und David hat mit Martha gelästert. War das letzte Mal? Mm-mm. Also ich läster ständig mit ihr, aber... Ich glaube, das war vorletztes Mal. Na, ist auch egal. Der Typ, den habt ihr abgeholt. Das wird viel Spaß, den bei euch zu dingsen. Ihr habt eine freundliche, höfliche Krankenschwester getötet, ihr Monster. Das war eine Chimäre, die durfte man töten. Ach, Chimären darf man einfach töten? Offensichtlich. Wow. Was will denn die Polizei machen? Eine Leiche finden kann sie nicht. Frag mal die Treupolizei. Nö. Achso. Die hat David hungern lassen. Nee, die hat David die nicht hungern lassen, aber stimmt. Das war auch noch, er wurde schon mal bestraft. Ich muss mir immer noch überlegen. Wir wurden bestraft durch unser... Eigentlich ist daran ja... sind da andere Leute dran schuld, dass wir bestraft wurden? Das war nicht die Chimäre. Das war irgendeine wildgeborene Künstlerin, die meinte, sie müsste Graffiti benutzen und ihr Umfeld mit in die Sache reinziehen. Sachbeschädigung ist ein schwerwiegendes Delikt, ja. Ja, und da heißt es dann immer so mitgehangen, mitgefangen und dann kommt man so als Mitwohner nicht weit. Es sind sogar tatsächlich einige, also der Anteil von Leuten, die wegen Graffiti im Knast sitzen, ist gar nicht ganz gering, wenn sie es immer wieder machen und dann halt nicht bezahlen können, ne? Tja, natürlich. Ja, muss es ja auch durchziehen. Na und ansonsten, dann ihr sucht einen Leuchtturm im Wesentlichen, habt ihr ja gesagt, ne? Hast du den? Ein Leuchtturm. Sophie hatte das wunderschöne Bild von ihm als Leuchtturm interpretiert. Ach so. Ja, ist richtig. Ich meine, immerhin, da fällt die Auswahl nicht schwer. In der Umgebung gibt es eher wenige davon. Wahrscheinlich eher in der Küste. Also gar keine. Ja, vielleicht gibt es irgendein Restaurant oder sowas, so heißt, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen. Gut. Viel Spaß und bleibt geil. Sophie ist ja die Tage jetzt immer noch so ein bisschen tot, ne? Ja, so ein bisschen. Um das aber mal... Sie bemüht sich, Solpets unter Kontrolle zu halten. Ja. Um das mal schnell und abstrakt zu machen. Du hast jetzt 4 von 9 Kässchen noch. Und du hast noch 9 von 11 Glamour. 2 Tage mit jedes Mal heilen oder wie sieht das aus? Bis zu dem Punkt, wo sie dazu in der Lage ist, Solpets unter Kontrolle zu kriegen. Na, in 2 Tagen hast du nur noch so viel Schmerzen, dass es anstrengend wird. Reicht. Aber dann kannst du ihn ohne David unter Kontrolle halten, ja. Reicht. Gut. David. Ja. Shit, das ist bald Imbolc. Nach 2 Tagen, das ist ein Samstag, klingelt, wie immer, Haustür, also unten. Mhm. Ich mach die Tür auf. Nach oben kommt eine hagere Alte, ergraute, nach alter Frau riechende, mit ziemlich, ziemlich hager, mit dunkel getönten Klamotten. Da ist kein Haar und kein Fussel dran und kein Nichts, mit einer riesigen Brille, die eine Sehstärke von über 9000 haben muss. Genau. Und nickt dir zu. Ja, ich stehe halt in der Tür. Guten Tag. Guten Tag. Sie sind David Husteden. Das ist richtig. Ich bin hier auf Geheiß der Baroness. Ah. Dann schon mal meine schönsten Grüße an die Baroness.
Ich werde es entrichten, wenn ich das Gefühl habe, dass die Baroness Zeit für solche Nebensächlichkeiten finden kann. Vielen Dank. Wenn Sie mir nun direkt Ihre bisherigen Erzeugnisse präsentieren könnten. Ja, ich gehe mit ihr in den Keller. Kommt sie da überhaupt mit rein? Da kommt sie mit rund rein, ne? Ja. Geht. Ja, aber wenn sie in deinen Keller tritt, dann wird vermutlich auf jeden Fall ihre Feenseite durchbrechen. Sie entpuppt sich als Salua, bei der ein Auge, das rechte, geplatzt ist. Maden würmeln darin herum und haben offenbar ihre Eier gelegt. Ein nicht eben angenehmer Gestank nach Verwesung. Das ist auch so ein bisschen Flüssigkeit, die da und zu raustropft, breitet sich dann in deinem Raum aus. Und der wird auch die nächsten 3 Tage nicht verschwinden. Sehr schön. Ja, ich zeig ihr die Sachen, die ich bis dato gemacht habe. Zeigen Sie mir bitte Ihre Hände. Ich zeig ihr meine Hände. Sie ergreift sie und mit ihren langen, spitzen, spinnartigen Fingern zieht dann einen an deinem kleinen Finger, fährt die Linien in deiner Handinnenfläche entlang. Wie auch ihre Arbeiten, Herr Hustin. Das ist voll richtig. Sie wiegt dein Schwert, deine beste Arbeit in der Hand. Ich nehme doch an, das ist ein Rohling, Herr Hustin. Ein erster Versuch. Wie ich sehe, benutzen Sie Schmiedeeisen. Das ist leider viel zu nah dran an kaltem Eisen. Sie benutzen ab jetzt Gusseisen. Wie Sie sicherlich wissen, brauchen Sie dafür einen Hochofen. Den werden Sie demnächst bauen. Okay. Dieses Ding da, was Sie bisher haben, reißen Sie ab. Verstanden. Sie werden sicherlich in einschlägiger Literatur von dem, was die Menschen heute als Zauberkünste benennen, verschiedentliche Fingerübungen finden. Bei den Voraussetzungen, die ich hier sehe, ist das bitter nötig. Jeden Tag 4 bis 5 Stunden sollten genügen ausdehnen. Alles klar. Ich nehme mir maximal einen Lehrling pro Dasein auf dieser Welt. Sicherlich wären Sie nicht meine erste Wahl gewesen. Ich bilde Feinschmiede aus und ich lege Wert darauf, dass am Ende der Lehrzeit, die sich durchaus ziehen kann, nur das beste, fragilste Material von meinen Lehrlingen geschaffen werden kann. Ich bin sehr geehrt, dass ich dieses Mal das lernen darf. Das sollten Sie. Ich hoffe, Sie haben nicht dem Blödsinn der Nöcker geglaubt, dass ein alter Schwur Sie daran hindere, etwas auszuplaudern. Was diese Techniken angeht, sind sie einfach sehr mühselig zu erlernen. Nicht jeder schafft es. Nicht jeder, der es beherrscht, ist bereit, seine Zeit mit Leuten zu verschwenden, die nach der Hälfte der Zeit aufgeben. Deswegen gibt es eine Art Übereinkunft. Man, die eine Seite behauptet, sie dürfe das Geheimnis nicht weitergeben, und die andere Seite ist froh, glauben zu können, dass nicht mehr als harte Arbeit dahinter stünde. Enttäuschen Sie mich nicht, Herr Hustin. Ich gebe mein Bestes.
Das hoffe ich. Rufen Sie mich an, sobald Sie glauben, Sie können mir erneut etwas präsentieren. Fangen Sie nicht mit Waffen an. Fangen Sie mit etwas Ambitionierterem an. Sicherlich erfordert das Schmieden von Waffen gewisse Techniken. Aber fangen Sie mit Schmuck an. Reich an Verziehungen, reich an Details. Man muss große Visionen haben, um große Dinge erschaffen zu können. Vielen Dank. Das werde ich versuchen. Meine Nummer ist bereits bei Ihnen im Briefkasten. Vielen Dank. Sie nickt dir zu. Da liegt wenig Aufmunterung und Zuversicht in ihrem Blick. Nur eine Strenge, die man so aus Harry Potter Büchern kennen könnte, aber vielleicht bringt sie dir deswegen auch gleich die Verwandlung mit bei. Und dann wird sie sich umdrehen und zackig den Raum verlassen. Ja, sehr schön. Dann mache ich mich mal ans Tagwerk, wa? Was brauche ich denn für einen Hochofen? Die Materialien hast du garantiert nicht in deinem unten drin. Aber ich meine, von dem, was ich... du guckst dir an, wie im Internet, wie man einen Hochofen baut. Es ist so unendlich kompliziert, nicht jetzt, wo man die Details kennt. Backsteine und Lehm brauchst du im Wesentlichen. Oder irgendeine andere Abdichtmasse. Alles klar. Dann versuchen wir das doch mal ranzukarren. Woher denn? Das ist eine gute Frage. Also Ziegelsteine kriege ich relativ schnell, wenn ich sie dann mit hier reinnehmen kann. Die verschwinden. Du musst schon chimärisches Material da reinbringen. Yay! Da liegt nämlich der Hund begraben. Geil. Achso, und damit du dir das gleich mal aufschreiben kannst, denn ich werde das vergessen. Du hast ihre Nummer und darauf steht auch ihr Name, den ich dir kurz hier schnell noch mit reinschreibe, ne? Alles klar, wir müssen zum Schluss und da Steine klauen. Glaub nicht. Alles klar, wird echt kompliziert. Jetzt muss ich zum Schloss da Steine klauen. Die einzigen Steine, die ich kenne, die Chimäre sind. Du glaubst nicht, dass dieses Schloss aus Backsteinen besteht. Ja, ist aber andere Steine würden auch gehen. Und die brichst du wie aus dem Mauerwerk? Das ist noch eine Frage. Changeling. Feet, Shadowrun, sehr schön. Alles klar. Naja, wenn du in Shadowrun auf die Idee gekommen bist, irgendwie den Haupt-Ares-Sitz oder direkt in einen der Wohnsitze von Damien Knight seiner Backsteine zu berauben, dann ja, dann ist das ein guter Vergleich. Versuch's mal mit der Kneipe. Vielleicht haben die noch was. Im Keller oder sowas. In der Barfüßergasse oder so. Ja, ja, Barfüßerstraße, ja. Das ist kein chimärisches Gebäude. Doch. Na, innen drin schon. Oh, innen drin schon. Mhm. Also das Gebäude ist ja auch einfach zwischen anderen aufgepluppt, aber. Guter Plan. Ich würde da mal fragen, vielleicht haben die noch irgendwas im Keller liegen oder sowas. Man hat ja häufig mal alte Steine irgendwo rumfliegen. Wenn das Haus alt ist im Keller. Ja, das ist richtig. Alles klar. Ich mache mich also in der nächsten Zeit erstmal schlau, wie man so ein Ding baut. Mhm. Und was ich genau alles für Materialien brauche. Ja, also ich könnte es nochmal nachgucken, aber im Wesentlichen sowas in der Richtung. Und dann
Brennstoff, sowas hast du auf jeden Fall in deinem Keller als ausreichendes Zeug. Sophie. Ja. Du hast die letzten 2 Tage ja versucht, Kamal zu erreichen. Na, so dringend nicht. Du hast es vielleicht jeden Tag einmal probiert. Ja. Damit du nicht ganz so verzweifelt wirkst. Ich meine natürlich, weil es ja so wichtig jetzt nicht war. Naja. Man muss sich ja auch. Man muss sich ja auch die Judentypen warm halten, ne Daddy? Mhm. Ja, du bekommst jetzt auch von ihm einen Rückruf. Mhm. Was ist los? Hi. Ich habe ein paar etwas skurrile Tage hinter mir. Und du bist jemand, der sich mit Wegen auskennt, nicht wahr? Ich dichtete das einfach mal an. Mhm. Und ich habe hier einen Typen, von dem ich noch nicht weiß, warum, aber der scheint in irgendeiner Form was mit so etwas zu tun zu haben, weiß aber nichts mehr davon. Und ich dachte, du kannst mir bestimmt helfen. Mhm. Ich würde ja wirklich gerne helfen, aber aus irgendeinem Grund liegen hier 47 Meter Neuschnee und machen wirklich den Weg zu dir schon zu einer einzigen Pest. 47 Meter Neuschnee? Mindestens. Du redest aber nicht von Kokain. Nein, okay. Aber ich muss sowieso mit Herrn Satt sprechen. Ja, ja. Dann komme ich heute Nachmittag rum. Okay. Bis dann. Tschüss. Wenige Stunden später. Klingelt's bei dir oben? Na, dann mach ich auf. Ist David in der Zeit? Wird er sich denn noch belesen? Vermutlich wird sie es richtig geteilt haben, sodass ich nicht da bin. Hat sie das denn? Nö, hat sie nicht. Er hat ja, entscheidet ja, wenn er kommt. Hm. Wenn du möchtest, können wir einfach einen W10 würfeln. Du nimmst immer hoch, ne? Hm. Naja. David, da klingelt jemand, Sophie lässt ihn rein. Ich meine, das ist ja bei einer WG jetzt nichts Neues. Es riecht nach Feuern, die in der Ferne brennen, mit einer Spur Zimt darin. Diesen Geruch kenne ich. Ja. Mal bringen mal einen missmutigen Blick raus. Er winkt dir zu. All mein Hass im Gesicht. Ja, also da kann man wieder reinspazieren. So. Viel. Darf ich dich mal kurz sprechen? Hm? Kannst du nicht weniger offensichtlich zeigen, dass du dich jetzt bei ihr über mich beschweren willst? Ich versuch's nochmal, ich geh nochmal raus. Ihr geht nochmal raus und macht die Tür zu. Sophie steht in ihrer Zimmertür. Nee, du musst schon an der Wohnungstür stehen, weil irgendjemand muss ihm die ja aufgemacht haben. Ah ja, stimmt, okay. Naja, er ging ja an David vorbei, also muss ja schon irgendwie... Nee, der ging nicht an David vorbei, hä? Achso, okay, gut, dann hab ich die Situation gerade völlig verdingst. Dann geht sie jetzt zu David zum Zimmer und steht jetzt in Davids Zimmertür. Er hat einen Blick von Are you fucking kidding me drauf. Und wartet auf er scheint auf eine Erklärung zu warten zu müssen. Sie schaut ihn an und hat überhaupt keine Ahnung, warum du so säuerlich guckst. Was denn? Musst du ihn hier treffen? Und immer noch? Wie lange ist, OT, wie lange ist vorbei mit diesem Zaubertränken?
Also, er hatte ja gesagt, einen Monat. Du hast es das erste Mal gesehen nach Weihnachten. Du warst aber erst am 29. oder so wieder da. Und jetzt ist der 20. Januar. Also, du hast sie ja nie genau gefragt, wann genau. Das müsste jetzt bald demnächst vorbei sein. Es müsste bald mal demnächst irgendwie mal auslaufen, der ganze Spaß. Okay. Die schaut dich an, hat die Augenbrauen so ein bisschen hochgezogen. Was? Ach, ich hab mich im Monat geirrt. Okay. Könnt ihr euch nicht woanders treffen? In Anbetracht der Tatsache, dass Solpetz auch hier ist, hielt ich das für sinnvoll. Ich eben nicht. Ich schon. Der klaut eben wahrscheinlich eine Scheiße und verschwindet dann. Das ist äußerst gefährlich für dein Vorhaben. Und generell das mit dem, was ich vorhabe, du siehst halt dieses chimärische Metall auf seinem Schreibtisch, ist das vielleicht gar nicht gut, den hier zu haben. Du bist paranoid. Berechtigterweise. Ja. Pass auf. Ich weiß noch immer nicht, was mit Solpetz los ist. Und er scheint irgendwas mit, nach dem, was er gesagt hat, das irgendwas mit Wegen finden, Pfad finden und solchen Dingen zu tun. Und auch in irgendeiner Form mit dem Traum. Wer, wenn nicht ein Esho, kennt sich gut genug damit aus, irgendetwas sagen zu können? Punkt für dich? Muss das hier sein, wo... Da Solpetz gerade hier ist und in seinem Zimmer pennt, ja. Gut, ich hätte gerne deine Axt und so weiter hier drin und er wird in meinen Zimmer nicht betreten. Ganz einfach, weil es gottverdammt teuer ist, dieses Material. Und wir müssen es sowieso noch verbessern. Und ich will nicht, dass der Typ weiß, dass wir sowas haben. Sophie, geh einfach kopfschüttelnd aus der Zimmertür raus. Bringt das deine Chance ab in das Zimmer? Ja, bringt sie mir den Scheiß? Nö. Geht sie Richtung Tür? Ja. Dann gehe ich jetzt in ihr Zimmer und hol den Scheiß da raus. Sie dreht sich nochmal um, als sie bemerkt, dass du in ihr Zimmer gehst und zeigt dir einen Vogel. Ja. Ja, ich packe das Feuer in irgendeine Decke oder so, damit er es nicht direkt sieht, während er durch die Haustür kommt. Gut. Ja, der klingelt, hat ja gleich nochmal geklingelt, jetzt ist er rein, okay. Ja. Hallo zusammen! Ja, ich bring das in mein Zimmer, schlag die Tür zu. Das Glas, das in der Tür eingelassen ist, das ist so ein geriffeltes und da hat man, da sind schon vor euch solche Pappen davor gewesen, getan, damit man da nicht so durchgucken kann, klirrt noch eine ganze Weile nach. Ja, Sophie geht einfach in ihr Zimmer, die ist, ja, David spinnt. Sagt sie nicht, denkt sie. Mhm. Naja, komm mal, folget dir. So, pass uns auf. Ich habe in irgendeiner Form einen Hinweis darauf, dass ein Typ, der auf den ersten Blick ziemlich eigenartig wirkt, es aber definitiv nicht ist, in näherer oder fernerer Zukunft noch in irgendeiner Form sehr wichtig sein wird. Ich weiß aber noch nicht, warum. Ich weiß, dass der Typ sich irgendwie damit beschäftigt hat oder es tut, aus Versehen irgendeinen Drachen zu befreien. Ich weiß aber nicht genau, wie er darauf kam. Und er redet noch ein wenig unzusammenhängend, aber er hat irgendwie etwas mit dem Finden von Wegen oder dem Aufzeigen von Wegen oder dem Geleiten von Leuten zu tun. Also es klang in
irgendwie so. Und das hat auch was mit dem Traum zu tun, denn naja, es gibt verschiedene Hinweise darauf. Es sah sogar mal so aus, nach dem, was er erzählt hat und gezeigt hat, dass er vielleicht sogar irgendwen hier hinholen will. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wie gesagt, das ist ein bisschen anstrengend, längere Gespräche mit ihm zu führen. Also auf dem ersten Hör klingt das, als wärst du Vincent Raven worden. Gewas? Na, wenn ein Scharlatan jetzt zu dir käme und dich ausnützen wollte in irgendeiner Form, dann könnte er sich als, ne, so ein paar Zeichen hinlegen, dass er sehr wichtig aussähe. Denn so ein paar Zeichen sind bekannt und dann würde er, was weiß ich, von dir bekommen. Ja, aber ich glaube nicht, dass er sich die Mühe macht, vorher jahrelang auf der Straße zu leben und eine Weile lang eine Irrenanstalt zu verbringen, aus der ich ihn erstmal mühsam rausholen musste. Es sei denn, er ist extrem ambitioniert. Ja, aber ich habe von ihm geträumt. Und du denkst, man könnte deine Träume nicht manipulieren? Doch, das kann man sicherlich, aber du kannst auch gerne selber mit ihm reden. Im Moment pennt er, aber ich glaube das nicht. Kein Interesse. Dachte ich mir. Na gut, also wenn du nicht Vincent Raven worden wärst. Jemanden herholen, Pfadfinder. Ja, da gibt's halt echt tausende Möglichkeiten, von denen ich bestimmt 4 kenne. Na, 4 wären mehr, als ich kenne. Also insofern. Na, zum Beispiel ein Drachen. Ja. Ich weiß nicht, ob das cool ist, wenn wir Drachen haben, aber na gut. Doch, wir brauchen was Episches. Wir brauchen was Episches, das wir bekämpfen können. Das ist eine gute Idee. Also, die Koret sind Feen. Ziemlich schwarze, verkümmerte Dämonen mit so verkümmerten Flügeln und sowas. Ich weiß überhaupt nicht, wie da Menschen davon aussehen sollen. Die bei ihrer Verpuppung ein einzigartiges Geheimnis des Traums mitgeliefert bekommen. Was ich ziemlich ungerecht finde. Und man munkelt schon seit längerem, dass sie wieder auf der Erde sind, dass sie vielleicht mit den Chiki zurückgekommen sind, aber natürlich würden die sich nicht offenbaren, denn naja. Ergibt Sinn, ne? Ja. So. Und in den alten Zeiten haben die gern Menschen verzaubert und als Pfadfinder ausgeschickt. Und die meisten von denen sind dann halt irgendwo im Traum wahnsinnig geworden oder gestorben oder verschwunden. Aber die hatten irgendeine Verbindung zu denen, sodass sie quasi alles, was sie gesehen haben an Sehenswürdigkeiten und Wegen, dann auf der Karte aufgezeichnet hatten, auch wenn sie nicht da waren. Also die Koret nicht da waren. Koret zum Beispiel. Was gibt's noch für Möglichkeiten? Das wäre die coolste. Denn wenn du einen Koret triffst, dann ist er ein Antipuker. Er kann nicht lügen. Das heißt, man könnte mit ihm ein Spiel spielen, um das große Geheimnis herauszufinden. So eine Art gigantisches Was bin ich mit mehr Spaß. Was passiert, wenn man das Geheimnis rausfindet? Dann hat er es nicht mehr und ist wertlos. Es sei denn, die Person verrät es dann nicht weiter. Und dann ist er bestimmt sehr traurig. Natürlich sagen alle Leute, dass es im Wesentlichen Geheimnisse zu Feen, Nuklearwaffen sind, weil, nee. Nee, es muss sich ja auch noch was anhören. Bitte nochmal was? Es muss sich ja auch noch etwas anhören. Vielleicht ist es aber auch nur ein Rezept für einen außerordentlich leckeren Erdbeerkuchen. Wer weiß das schon? Du hast wirklich keinen Sinn für das Große. Ich habe einfach Sinn für Humor. Ich fände das super witzig. Na gut. Ich meine, im Kingdom of Apples könnte sowas tatsächlich was wert sein. Ja. Andere Möglichkeiten. Er ist
ein Eshokinain oder sowas, der irgendwie plötzlich hier in den Traum reingefallen ist, dann wieder rauskam und völlig wahnsinnig war. Würdest du das erkennen? Nope. Schade. Also, ich meine, ein Kinain erkennt man ja eigentlich schon, aber wenn er lange der Banalität ausgesetzt war, können solche Zeichen verschwinden, dann ist es relativ... Also, er ist zumindest noch dazu in der Lage, ziemlich widerwärtige Chimären zu erschaffen. Wenn auch nur aus Versehen. Ja, natürlich aus Versehen. Er hat gepennt. Ja, nee, natürlich aus Versehen, denn niemand kann Chimären erschaffen. Wirklich. Ja, okay. Was wäre noch möglich? Ja, das sind die sinnvollsten Varianten. Was wären denn weniger sinnvolle? Irgendjemand, der im goldenen Zeitalter in Neid gezwungen würde, irgendwas zu finden und der jetzt erst wieder mit den Ski zurück auf die Welt gestolpert ist und... Okay, und das sind die einzigen beiden Möglichkeiten, die du kennst. Und es gibt noch eine Möglichkeit. Und zwar? Er ist wahnsinnig. Ja, das glaube ich wiederum nicht. Also, nicht wenn, dann nicht ohne Grund. Ja, das mag schon sein. Na, es ist, wenn irgendetwas, das ihn wichtig genug macht, mich zu nerven. Ja, wäre es nicht möglich, dass du vielleicht einfach gesehen hast, dass der Typ so wichtig ist, weil du ihn, weil du es gesehen hast, bei dir aufnimmt und er dich dann absticht? Nein. Hm. Es ist dieses nagende Gefühl, es ist dieses, du hast einmal, du hast es gesehen und es piekst dich und zwar die ganze Zeit, immer wieder, jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde, bis du rausgekriegt hast, warum. Und das ist normalerweise nicht so. Ich meine, du kannst versuchen, irgendwie in seinen Traum zu gehen. Also wenn er träumt. Und da was rauszufinden, da musst du nur gucken, dass die Sache, die du von ihm erwartest, dass du ihn daher, bevor er pennt, ein bisschen mit konfrontierst, damit das auch in seinem Traum vorkommt. Und dann kannst du es ja da mal versuchen. Gute Idee. Allerdings, wenn der ziemlich merkwürdige Chimären erschafft. Habe ich ein zweites Date mit der Krankenschwester. So, 50er Jahre Krankenschwester? Ja. Hart. Nee. Also, die Art von 50er... Wenn dich jemand fragt nach 50er Jahre Krankenschwester, dann ist immer... Nee, egal. Ja, dann kannst du unter Beweis stellen, dass du... Im Gegensatz zum Sommer, und das solltest du dann auch nachher irgendwann bei jemandem so formulieren, dich den echten Gefahren aussetzt, um das echte Wissen zu erlangen. Ich mach das auch für dich. Ich dachte, dass du das tun würdest. Hm. Und das höchstwahrscheinlich auch vollkommen freiwillig, egal ob ich dich drum bitte oder nicht. Ja. In der Tat kann ich nicht genau darauf warten, ob du das wirklich vorhast, weil ich ja jetzt heute in ein paar Stunden noch abreisen werde. Aber das heißt ja auch, vermutlich bin ich wieder einen Monat weg oder so. Das heißt ja auch, dass ich das dann alles schon besser verbreiten kann. Ja, höchstwahrscheinlich. Also ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich das wirklich gut finde. Eigentlich finde ich das gar nicht so cool. Was schert mich, ob du das gut findest oder ob du das vorhast? Ja, das dachte ich mir schon. Ach so, du bekommst den Teil irgendwann ausgezahlt, wenn ich bezahlt wurde. Es wird so sein, wenn ich zurück bin.
Jo. Easy. Aber es las sich gut. Natürlich tat es das. Man hat fast nicht gemerkt, dass du überhaupt keine Ahnung hast, wovon du redest. Das ist eine böswillige Unterstellung, die ich weder gutheißen noch unterschreiben kann. Nichtsdestotrotz ist sie die Wahrheit. Nun, dann wird das daran liegen, dass du, obwohl du deine gesamte Kindheit und Jugend in diesem Land verbracht hast, offenbar nicht sehr anschaulich berichten wusstest. Oder du kein gutes Auge hast, oder die Dinge einfach nicht so verstanden hast, wie ich sie erzählt habe, weil sie dir nicht episch genug waren. Es ist ein Reiseführer, da geht's nicht um Epik. Nur das las ich zwischenzeitlich anders. Es soll aber auch nicht so langweilig sein wie eine Reiseführer. Ansonsten könnte ich auch gleich ein Reisetagebuch schreiben. Siehst du, das wäre die nächste Herausforderung, ein Reisetagebuch von einer Reise zu schreiben, die du nie gemacht hast. Langweilig. Nein. Wenn man ein Reisetagebuch schreibt, dann wird sich das immer gleich lesen. Egal, ob man in den Untiefen von Gulkor sein Zeltlager neben Lavaströmen aufpackt oder ob man in Salzgitter in einem Hotel nächtigt. Denn am Ende kommen immer die Riesenadler. Nein, es ist immer langweilig. Na, das kommt drauf an, welche Gestalten noch aus dem Lavastrom herauskriechen. Nein, es ist ein Reisetagebuch. Es ist immer. Hast du schon mal ein Reisetagebuch gelesen? Ich kann mich nicht dran erinnern, um ehrlich zu sein. Das solltest du auch nicht. Es sollen schon manche an der Langeweile gestorben sein. Tja. So, dann werde ich mich auf die Suche begeben nach dem ersten spannenden Reisetagebuch. Ja, okay, dein Leben ist vergeudet, ich suche jemand anderen. Mach das. Gut, ich gehe jetzt nochmal zu Herrn Satt und dann Tschüss. Viel Spaß und lass das Haus stehen. Nope. Ich bitte darum, ich wohne hier auch. Ja, dann hättest du ihn besser im Zaum halten sollen. Ich? Wenn du das so wichtig ist, wie du untergebracht bist, außerdem, dir wird doch gar nicht kalt, also brauchst du offenbar weder Fenster noch Decke oder Wände. Ja, aber ich werd nass. Ich wollte ja nichts sagen, aber ab und zu waschen wäre auch nicht das Schlechteste. Tschüss! Tschüss! Er öffnet die Tür. Und davor steht Wally mit einem Bäckertütchen. Und sie guckt ihn an und lächelt ihn so kurz an. Er guckt sich etwas genauer an und dich und wirft dir einen dieser vielsagenden, leicht amüsierten Blicke zu. Dann kommt sie rein. Okay. Ist David auch da? Ja. Das ist cool, dann kann der auch was haben, denn der bewirtet jetzt ja immer jeden, wenn man hier ist. So krass. Und ich war gerade an der Burg und dachte mir, da komme ich nochmal vorbei. Bevor du wieder abhaust nach Johannesburg oder so, mal auf einen Kurztrip. Johannesburg? Kabul war eigentlich mein nächstes Ziel. Hm. Oder Syrien. Ich war mir noch nicht sicher. Es ist halt alles genauso naheliegend wie Kanada, also, ja? Fast. Sie geht erstmal zu dir, du kriegst eine kurze Umarmung, dann klopft sie bei David an die Scheibe. Ich habe die Tür ja gehört, richtig? Ja, ja, du hörst das alles und du hörst auf jeden Fall, was die draußen reden. Ah, okay, dann gehe ich hohen Mutes an die Tür. Hi! Hi! Kuchen? Gerne, danke. Dann wird sie vermutlich so ein paar Schritte in die Küche machen und dann da auspacken. Sophie setzt Teewasser auf.
Ja. Was war denn das für ein Typ? Ihr Stecher. Davids Nemesis. Ach, ich sag einfach mal so, das hält keine 2 Monate. Also von daher. Erzählt mir. Wieso denn deine Nemesis? Eifersüchtig? Bevor sie ihn so kennenlernte, wie sie ihn kennenlernte, hatten wir uns vorher schon verstritten. Dann komme ich nach Hause und dann ist er der, der morgens, mich morgens begrüßt. War interessant. Ja, alles eine Kleinstadt. Ja, das ist richtig. Na, ja, erzähl mal, Sophie. Genau, erzähl mal. Was denn? Wie ist denn der so? Was ist denn das für einer? Darf ich? Nee. Du hast dich ja offenbar mit ihm gestritten. Das ist. Nein, ich meine, also ich zeigte dabei auf den Kuchen, der vor mir steht. Ach so, ja. Na klar. Danke. Und dann komm ich mit große Augen und guck das halt so hin und her. Nach dem Motto, leg los. Die Sache ist halt. Kann ich das schon zählen? Was war denn genau dein Nachteil mit dem S-Bahn? Ich glaube, ihn musste explizit jemand dazu auffordern zu essen. Kann ich? Es eingeladen wurde. Ja, das ist ein unvollständiger Satz. So habe ich dich ja auch mit Kamal gefickt. Ja, das geht. Na Sophie, was für einer ist? Was willst du jetzt hören? Was du so lange irgendwo am Arsch der Welt, dass dir verloren gegangen ist, wie man mit Leuten spricht. Ja, das Einsiedler-Dasein hat mir die Sprache geraubt. Wo hast du den denn aufgegabelt? Wie heißt der überhaupt? Was macht der so? Wie lange ist denn das schon? Ich will ja sagen, er ist Trickbetrüger, aber ich soll ja meine Klappe halten. Ja, das sollst du auch. Entschuldigung. Aufgegabelt hier in Halle? Irgendwie zufällig. Das Buch war ein richtiges Buch, ne? Klar. Aber du weißt, was auf dem Einband steht. Was stand da drauf? Nicht dein Name, da stand das Orakel des Verfalls oder was? Nee, das Auge der Reinheit? Nee, das war das mystische Auge. Botschafterin der Reinheit oder was auch immer das ist. Das müsste ich jetzt nachgucken, ich habe keine Lust dazu. Ja, aber da steht auf jeden Fall nicht dein Name. Das ist ja nicht schlimm. Ja. Aber da ist eins deiner Bilder auf dem Cover. Ja, und? Okay, gut. Ich habe Illustrationen für ein Buch gemacht, das er geschrieben hat, und ja. Ein Autor. Ziemlich schlechter. Psst. Entschuldigung. Nimm dir mal noch ein Stück Kuchen, David, du kannst meins haben. Hauptsache, das ist mundvoll. Ich mag Wally. Aber wir haben ja jetzt hier einen Starbucks. Das heißt, er kann sogar. Was ist denn das für ein Buch? Die holt es und gibt's ihr. Also. Ausgeflippte Prosa. Okay. Ja. Und dein Name, den hast du immer noch nicht genannt. Du warst mal besser in solchen Sachen, Sophie. Kamal. Und das mit dem zufällig, wie wär's denn, wenn sie das noch ein bisschen in die Tiefe?
Oti, der fährt immer noch Taxi, ne? Ja, hat er gesagt. Hat er das zwischendurch? Ja, hat er zwischendurch, dass er das wieder macht. Dann ist das so. Ich bin in sein Taxi eingestiegen. Oh, so eine Art von Autor. Ja. Und der hatte dann auch ganz zufällig die spontane Idee, einfach mal nach Kanada. Und du hattest die spontane Idee, dass das eine gute Idee war. Nee. Gut, sonst wäre ich auf eine spontane Idee einer geplanten Intervention gekommen. Aha. Ja. Nein, ich hatte die spontane Idee, Kaut nach Kanada in zu fahren. Ich bin da auch alleine hingefahren. Und wie kam das so? Einfach so. Einfach so? Ja. Ich habe nachgeguckt, von wo dieser bekackte Poststempel ist. Das ist ja nicht mal Kanada, wo was ist. Ja. Ich muss ja auch nicht nur die Touristenzentren besuchen. Keine Ahnung, ich wollte halt einfach mal woanders hin und das war irgendwie gerade da. Bist du in einer Quarterlife-Crisis? Nein. Ich meine, du hast das Studium jetzt erstmal pausiert, du bist plötzlich in Kanada gewesen. Was ist denn daran jetzt so schlimm? Na, das ist ja doch was. Ja, das passt sogar noch. Na gut. Macht sich auch nicht schlecht im Lebenslauf. Siehst du? Ich habe beschlossen, mich weniger einschränken zu lassen. Ja gut, das ist mehr zu tun, worauf ich Bock habe, beziehungsweise das, was gerade richtig ist. Und Kanada war in dem Moment gerade richtig. Sulpitz kommt aus seinem Zimmer, hängt sich in der Küche ins Waschbecken, trinkt ein wenig vom leckeren Nass, wischt sich so über den ausgefransten Bart, dass ein paar Tropfen auf Wally landen. Wird aber freundlich sie angrinsen und dann auch wieder zurückstiefeln. Auf die Erklärung bin ich jetzt gespannt. Sie bleibt ich lehne mich zurück. Leicht geöffneten Mund da sitzen. Ihre Augen sind geweitet. Viel Unverständnis liegt da in ihrem Blick. Ich schlürfe ein bisschen an meinem Tee und gucke zwischen den beiden hin und her und grinse. Sie wirft jetzt auch dir einen Blick voll von allem zu. Sophie muss fürchterlich lachen. Weil die Situation gerade echt witzig ist. Ich mache eine auffordernde Geste so von wegen, erklär das. Und lehne mich zurück. Nee, du fragst, das war Sulpitz. War das ein Name? Ja. Und wie war der? Sulpitz. Ja. Und gibt's da auch eine Geschichte zu erzählen? Ja, ein Verwandtschaftsverhältnis. Ja. Ich dachte, du kanntest deine gesamte Familie und da war nichts mehr übrig. Das ist der Bruder meiner Mutter. Mit dem hatte die auch sehr lange Zeit nichts zu tun. Ich habe den zum letzten Mal gesehen, da war ich 3. Und halt dann nochmal irgendwie auf Bildern, auf alten. Warum ist der hier? Weil okay, warte mal, war ihre Mutter die Deutsche? Ja. Okay, gut. Dann lass mich die Frage zurückziehen. Das wäre ein bisschen, ne?
So fragt man solche Sachen ja nicht. Ach so, ich hätte jetzt gedacht, und warum ist der hier, klingt nach, warum ist der hier in der Wohnung, aber gut. Ja, aber das ist viel zu angreifend, wenn man deine Familiengeschichte kennt, deswegen würde sie das so nicht formulieren, aber durchaus meinen. Also lass mich das redingsen. Ja. Deswegen habe ich ihn ja auch zur Verwandtschaft gemacht. Und gibt's einen besonderen Grund, warum der gerade jetzt mit hier zu Besuch ist? Nein, er wohnt jetzt erstmal hier. Weil er alleine nicht so gut zurechtkommt im Moment. Und du traust dir das zu? Ich meine, das ist ja sicherlich nicht leicht. Nein, ist es nicht, aber im Moment geht's und wenn es irgendwann nicht mehr geht, muss ich halt eine andere Lösung finden. Aber solange, ja. Und hast du dich schon mal nur für den Fall über andere Lösungen informiert? Ja, aber bisher haben sie mir alle nicht gefallen. Und, und kommt dann ab und zu jemand vorbei, der da noch ja auch Ahnung hat und so? Ja. Und wie kommt's, wurdest du irgendwie informiert, weil da was Besonderes war, oder eigentlich ja nicht, ne? Nee, informiert wurde ich nicht. Ich habe nur die alten Fotoalben wiedergefunden und festgestellt, dass es diesen Menschen doch gibt und deswegen habe ich gesucht. Und auch wenn das gerade dein Missfallen erregt hat, das tut mir sehr leid, aber ändern wird sich daran vorerst nichts. Ja, was heißt Missfallen? Ich mache mir einfach Sorgen. Warum machst du dir Sorgen? Weil das eine Aufgabe ist, die sich nicht jeder zumuten sollte. Weil das so leicht ja auch nicht ist. Das stimmt. Aber es ist halt Familie. Und deswegen ein kurzer Trip. Wir sind ja immer noch Bildungsdings. Das sind solche Totschlagargumente, vor allen Dingen mit Hinblick auf Familientotschlagargumente, das Widerwärtigste, was man überhaupt bringen kann, und jeder, der das tut, sollte von seinen Mitmenschen gehasst werden. Was willen die jetzt sagen? Ist halt Familie. Na und? Sie will nur Walli davon abhalten, weiter irgendwelchen Dummfug zu labern. Ja, das ist ja auch effektiv. Denn im Hinblick auf ihre Familiengeschichte bedeutet das für Walli. Ja. Ne? Ja, ja, ja. Aber selbst, selbst ohne deine Familiengeschichte, so eine Aussage ist halt einfach widerwärtig. Denn die einzig richtige Aussage ist halt, na und? Aber die darf man ja wieder nicht bringen, egal wie gut man angeblich befreundet sein will. Also ingeben. Sie nickt bedächtig und wirft es nochmal David einen längeren Blick zu, forschend. Was sie tut sie denn bei ihren Forschungsreisen? Auf der einen Seite ist, also er dreht sein Gesicht halt ein bisschen zu ihr, so dass das Gesicht halt schwieriger zu sehen ist von der anderen Seite. Und dort sieht man halt relativ starkes Missfallen. Und dann dreht er sich wieder um und sieht halt ganz normal aus. Das geht, wenn ihr drei an den Tisch sitzt, nicht, wenn Sophie dich dabei anguckt. Aber ist egal. Naja, also ich werde es halt schon so, ich werde so aus dem Fenster gucken quasi und so. Naja, das ist ja okay. Dann nickt sie nochmal. Und finanziell kriegst du da aber Unterstützung. Die Anträge laufen noch, aber ja, es wird darauf hinauslaufen. Und dein Vermieter macht da auch keinen Stress? Nö, mit dem habe ich schon geredet. Wollt ihr noch Tee?
Nee, klar. Danke. Ich mach noch welche. Und was läuft bei dir so? Sie wird einen Moment brauchen. Es erinnert ganz leicht an einen Fisch, wenn sie erstmal den Mund öffnet und wieder schließt ein, zweimal. Und dann erzählt sie dir irgendeinen Shit hier von wegen, hier, Vorlesungen, Scheiße, Arbeiten, Scheiße, überall, Mitbewohner, der David, Scheiße, was es halt so gibt. Das wirkt auch recht zusammenhangslos, sie scheint eher gar nicht darüber nachzudenken, was sie dir da eigentlich gerade für Sachen erzählt, sondern eher so über die Vorgänge hier im Hause. Sie macht sich Sorgen um so viel. Wer würde nicht? Indeed. Warum? Von außen betrachtet wirkt es vielleicht tatsächlich ein bisschen eigenartig alles. Ein bisschen eigenartig? Was denn? Sie hat halt mal eine Reise gemacht und hat einen neuen Stecher. Wo ist denn jetzt das Problem? Und ihr komischer, verrückter Onkel wohnt bei ihr. Also das mit dem neuen Stecher ist tatsächlich kein Problem. Das ist richtig. Ja. Die wird dann noch so ein halbes Stündchen ein bisschen plaudern mit euch. Und dann abziehen. Das ist doch schön. Sophie bringt Solpets noch ein Stück Kuchen. Da ist doch keins mehr übrig. Ach so, ich dachte. Es waren drei. Wenn du deins nicht gegessen hast, ist eins übrig, ja. Dann hat Sophie nur das halbe gegessen und bringt ihm noch ein halbes. Jo, schieb da weg. Okay. Dann lässt ihn wieder in Ruhe. Ja. Der ist jetzt dann langsam lange genug wach. Das heißt, der wird vermutlich bald Auslauf brauchen. Bisher ist ja David häufig mit ihm Gas gegangen, weil du einfach noch zu tot warst. Dann macht Sophie das. Du hattest auch spezielle Dinge mit ihm vor. Brich mal runter. Oh Gott, ich weiß nicht mehr genau, was ich mit dir besprochen hatte. Ich glaube, es war klug. Es hing damit, also du warst dir noch nicht sicher, das hing damit zusammen, was dir Kamal erzählt hat. Davon hast du das irgendwie abhängig gemacht, aber ich weiß nicht mehr, wie es genau war. Ja, Kamal war jetzt leider auch nicht ganz so ergiebig, wie ich gehofft hatte. Was willst du denn hören? Das war doch ergiebig. Nein, hilft mir nicht weiter. Er hätte natürlich noch sagen können, es ist dein Vater, Luke. Siehst du, das hätte mir vielleicht weitergeholfen. Ja. Dann hätte ich ihm nämlich ein leuchtendes Plastikschwert in die Hand gedrückt. Geil. Ja. Nein, also Sophie wird mit ihm vermutlich, wenn sie mit ihm rausgeht, auch gezielt an Stellen gehen. Zum Beispiel sowas wie da, wo Saalpinsel waren sind und solche Dinge. Also da, wo, ich sag mal, die Grenzen zum Traum ohnehin ein bisschen dünner sind. Keine Reaktion. Allerdings wirst du dabei auf jeden Fall zumindest am Leipziger Turm vorbeikommen auf dem Marktplatz. Ja. Ja, der hat unten eine Tür. Da wird er erstmal die Klinke runterdrücken. Natürlich ist das Ding verschlossen. Dann wird er nochmal dich fragen, ob du den Schlüssel dazu hast. Das wirst du natürlich beneinen. Und dann wird er irgendwann wütend dagegen treten. Sophie stellt sich dann nur irgendwann davor. Was möchtest du denn da drin? Licht! Ist das das Gebäude, was du aufgemalt hast?
Ich meine, er wird jetzt ganz heftig nicken. Ja, ja. Der Turm. M. R. D. Gibt's hier irgendwas, was es da hat? Nee, wir wussten noch nicht genau, was das ist, ne? Nee. Gibt es hier irgendwas, was darauf hindeutet, was das heißen könnte? Da gibt's so eine Tafel, wo irgendwie was über das Teil geschrieben steht. Da ist aber nichts, was irgendwie Sinn ergeben würde mit den drei Buchstaben. Also die kommen da durchaus vor. Bestimmt auch mal am Wort anfangen, aber das hilft nicht. Sophie schaut ihn jetzt an. Zeigst du mir, wo dieses MRD ist? Er deutet direkt über die Tür. Na da! Ist da irgendwas? Nee. Ist das im Gebäude? Nein! Das hat aber auch nichts mit Formen von Fenstern zu tun, oder? Kann es nicht. Und chimärisch ist es auch nicht, das hätte sie ja gesehen. Nee, ich gehe schon davon aus, dass du das meinst. Nee. Also auch das meinst, das würdest du ja alles sehen, nein. Sophie schaut ihn an, ich sehe das nicht. Er wird nochmal entschieden dagegen treten. Dann aber weitergehen. Auf dem Nachhauseweg kommt ihr an dem Turm in der Nähe, dem Wasserturm in der Nähe vom Steintor vorbei. Da macht er das Gleiche. Da will er das Gleiche machen, wenn du ihn nicht zurückzerrst. Das ist eine zweispurige, nicht Schnellstraße, aber das ist ja der Auftakt zur Bundesstraße. Oh ja, dann macht sie das. Aber dann deutet er auch darauf. Da! Der Turm! Ich glaube, das ist nicht der Turm. Nicht? Nicht? Wir können zusammen gucken gehen, aber das machen wir zusammen. Der ist umzäunt. Ach so. Ja gut, aber ob da dieses MRD irgendwo zu sehen ist über der Tür, das würde man ja sehen. Das stimmt, also ich werde zusammen hingehen. Ja. Da ist nichts. Sophie schaut über die Tür. Nein. Wenn die Buchstaben über der Tür sind, dann ist das nicht der Turm. Ja. Das ist er nicht. Nein. Er ist nicht weiß. Er ist nicht weiß. Nein. Guck doch hin! Der Turm ist weiß. Den du suchst. Ja. Er blickt dich an, als würde er dich für ziemlich minder bemittelt halten. Gut. Er rüttelt etwas unwirsch an deinem Ellbogen. Hm? Du, ich hab dir versprochen, dass ich nicht alleine suchen gehe, aber du, mit dir zusammen dauert das einfach zu lange. Warum dauert das mit mir zusammen zu lange? Du liegst so rum zu Hause, da kann ich nicht raus. Ja, aber jetzt ja langsam nicht mehr. Und es gibt Möglichkeiten, es gibt auch andere Möglichkeiten zu suchen, als rauszugehen. Nein. Doch. Quatsch. Keine Bilder. Aber Adressen. Wenn ich weiß, dass du nach einem Turm suchst. Und ich brauche bitte dafür noch meinen Schlüssel. Den müssen wir auch noch suchen gehen. Ja. Das können wir auch in den nächsten Tagen gerne machen. Ja. Gut. Aber da muss ich mich vorher auch erstmal informieren. Ja.
Dann lass mich doch alleine rausgehen. Nein. Ich möchte nicht, dass dich wieder jemand mitnimmt. Verstehst du? So wie beim letzten Mal. Jetzt seid doch endlich alle ruhig! Ja, ist ja gut. Siehst du das Auto, das da hinten steht? Das große. Sophie guckt. Das steuere ich fern. Meiner Fernbedienung. Die wurde mir in die Hand eingebaut. Das hier, der zeigt doch seinen Zeigefinger, ist meine Antenne. Das haben die in diesem Dings da gemacht, wo die Ärzte waren, mit einer Spritze reingespritzt. Das sind kleine Maschinen, die haben sich dann in meiner Hand zu einer Fernbedienung gebaut. Deswegen steuere ich das jetzt. Das klingt ziemlich cool, wenn er das so erzählt. Ja, was paranoide Schizophrene erzählen, klingt ziemlich cool, bis sie anfangen, dich abzufackeln. Ja, ich weiß. Wenn du Pech hast. Ja, ich weiß. Aber ich meine, du gibst ihm ja nicht mehr seine Medikamente, ne? Richtig. Good idea, by the way. Wie lange hatten die wird noch ganz schön lange nachwirken, ne? Nee. Die nicht, okay, nur die anderen, okay, alles klar. Ha, siehst du, jetzt fährt es los. Ja, um die Kurve. Ja. Und um die Ecke. Das Auto da, das steuere ich auch. Das lasse ich jetzt anhalten. Dann warten wir nicht erst auf grün. Doch, wir warten auf grün. Nein, ich halte es an. Wir warten auf grün. Jetzt bleib doch stehen. Sie ist kaputt. Zu Hause, ich brauche zu Hause bitte ein Messer, die ist kaputt, und einen Schraubenzieher und ein wenig Draht und ja. Wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Ja. Das werdet ihr tun und wir machen erstmal ein Päuschen. Okay. Könnt ihr euch vielleicht mal kurz zwischen euch absprechen, was ihr, oder überlegen, was ihr mit ihm vorhabt? Sophie geht jetzt als nächstes, ich weiß schon, was sie macht. Okay, gut. Sie hörten Unfug. Wenn der Knallfrosch zweimal tingelt. Nach einer Geschichte von Lothar Lump. Gelesen von Felatio Flummi, Deli Dorftrottel und anderen.